Hallo, willkommen zurück. Ich vermute, wir sind jetzt hier am quasi Ende der Katakomben angelangt, da wir ja den Startpunkt der Katakomben sehen. Und an dem Punkt, an dem wir jetzt sind, da konnten wir ja nicht hin. Ich hoffe, der Butler findet das Teil, das er frisst, und setzt wieder zurück. Schade. Wäre ein bisschen viel Glück gewesen. Ich hatte schon mal einmal den Buddelzähler zurücksetzen lassen. Passiv. Diese, wie heißen die, Omos oder sowas, Frist. So. Könnte Endfight kommen. Noch nicht, aber ihr merkt, ich bin heiß. Max Payne Mode sei dann. Das ist schon bitter, wenn man überfallen wird von den Gegnern. So, Partys 490. Ist halt echt nicht das Gelbe vom Ei. Ist die Frage, ob ich bei denen nicht noch ein Mystiker reinpacke in eine Verwandten. Ich glaube, das mache ich. Ich bin im Delay-Mode. Hier vermutlich so 2 Frames Delay. Ich glaube, das ist eine Quote von 30% oder so. Erstaunlicherweise R2 getroffen. So, Verbandsaufstellung. Gehen wir mal rüber zu Torgal. You have chosen well. So, Partis hat 36, Mystic 31 in Angriff. Das ist tatsächlich niemand wirklich sehr viel besser als er. Gut, aber Oaks. Okay. Dann nehmen wir Oaks mit. Wobei ich jetzt auch die Formation ändern werde. Der müsste es ausweichen. So, wir nehmen jetzt auch den Kelch von Zeller Palace. Bisher hat er mir in dem ersten Verband von Wash sehr viel Positives gebracht, deswegen warum nicht auch hier? Vergiftet, super. Umso besser, dass wir Zeitverdopplung zaubern. Ja, stimmt, ich kann ja auch mittlerweile Gift heilen. Das kam jetzt schon so lange nicht mehr vor, dass ich es vergessen hatte.
Brilliant. Gefangene Königschimäre. Freunde, die nehmen wir auf jeden Fall mit. Das ist besser, nichts anderes rummachen. Come on, let's kick some A. Top. Und diese Auswirkung der Art und Weise der Angriffstaktiken auf die Initiative hatte ich jetzt bis zur letzten oder vorletzten Episode nicht wirklich bewusst Gebrauch gemacht und das ändert sich jetzt aber. Das ist jetzt einfach ein Zeichen auch des Spiels. Ich finde ein positives Zeichen, dass man mit der Zeit schon auch anfängt zu verstehen, worauf es ankommt, wenn man taktisch eingreifen will. Zumindest ist das meine These. Aber so diese Kenntnisse, diese Erkenntnis, die kam einfach durch die Motivation heraus, dass ich mir gesagt habe, okay, ich will jetzt zum Beispiel mit Verband 1 eben nicht den vorausgewählten Verband, gegnerischen Verband angreifen. Und was kann ich tun, damit ich nicht interveniert werde, wenn ich dann doch einen anderen Verband angreife? Und da bleibt dann nur die Standard-Angriffs-Sets, die uns dann die größere Initiative geben. Somit wären wir im Grunde bisher nicht interveniert und konnten die Einheit unserer Wahl angreifen. Ich bin mal gespannt, wie das ist bei Einheiten, gegnerischen Einheiten, die viel weiter entfernt sind. Ob das auch eine Auswirkung hat. Weil ich glaube, die Informationen können wir sogar irgendwo nachlesen. Es gibt ja sowas wie ein Kompendium. Auch wenn die Hauptquests bei den Missionen nicht auftaucht. Aber es gibt, glaube ich, Codex. Gucken wir nochmal. Doch nicht. Ich habe mich geirrt. So, das sieht auch bossträchtig aus. Das wäre jetzt ärgerlich gewesen, wenn ich zur Stadtkarte zurückgereist wäre, aus Versehen. Okay, dann speichern wir mal kurz. Schalte wieder Kirito nicht aus. So oder so nicht. So. Speichert. Abgeschlossen. Es kann weitergehen. Boah, wie viele Einheiten sind das denn? Die hole ich mir einzeln. Die sind gefährlicher, als sie aussehen. Ich hoffe, Aux lernt bald hilfreiche Mystik. Bestienmann Münze. Let's do this. Na, holen wir trotzdem beide. Ich hoffe, er hat beide erwischt. Waren beide eigentlich schwarz angezeigt.
So, das ist der Dreier. Auf den Dreier konzentrieren wir uns jetzt. Einer, zwei lasse ich jetzt häufiger mit mystischen Künsten angreifen, in der Hoffnung, dass dann bei denen die mystischen Künste prioritär geskillt werden. Diese Killerhäschen mit den Dolchen vertragen ganz schön viel. Deswegen ist Full Damage, glaube ich, da der bessere Weg. Ah, schade, hat nicht gereicht. Da habe ich gepennt. Und ich hätte die zweite Einheit gleich wechseln sollen. Blockade durchbrechen, aber gut. Da war nur eine Einheit. Schöne Animation. It's just a wisp of a thing. Piece of cake. I know I'm good. Bullen können wir. Das sind viele. Scheiße. Das sind richtig viele. Ich muss mal zwei wegzulocken. So, ich hoffe, es sind auch nur die zwei. Es müssen die zwei bleiben. Dabei ist die Zeitlupe halt ganz gut. Genau, so Einheit könnte trotzdem zwei Verbände gehabt haben, aber es sind nicht die vier. Oder? Zwei Flug. Here it comes. Zack, Torgel macht kurzer Prozess. Finde ich schön. Bin mal gespannt auf das neue Mortal Kombat. Szene habe ich auch noch. Digital, aber ich müsste es erst wieder runterladen und installieren. Keine Zeit. Das ist zu spielen. Dabei war das echt gut. Excellent. I hope I've grown stronger than before. Super, mit Grady ist gefriesig geworden. Gut. Gefräßigkeit steigt. Let's do this. Zwei Dreier.
Ah, das wird nicht klappen. Okay. Ziel ist, die ersten Dreier außer Gefecht zu setzen. Die zweiten Dreier werden Torgals Verband die Zange nehmen, vermutlich. Die erlegen hoffentlich relativ schnell die Zweier-Truppe. Und Rush kann dann die andere Dreiergruppe flankieren. So der Plan. Sollte vielleicht Quick-Time-Events treffen. Da kommen sie. Ja, da greifen die Rush an. Gut, geht auch andersrum. Das ist sogar besser. Ist ja wahrscheinlich, dass Torgals-Truppe die Zweier-Truppe zuerst umnietet. Die Rush-Position. Ich denke, in der nächsten Runde werde ich heilen müssen. So, erste Dreier liegt. So, letzte Dreier bleibt. Die werden danach flankiert von uns. Brauchen wir auch nicht heilen. Und kann ich aber trotzdem mal stärken, Wespenschwarm stärken, Beinspalter passt. Vielleicht überlegt er sich ja noch anders, der die Bereitschaft drin hat. Keep it together. How'd you like that? Übel. Sweet. I hope I've grown stronger than before. Auch so gut EP geben. Dann treten wir mal durch das Tüchchen. Du siehst das Tüchchen. Dad! It's good to see you, son. Dad, Arena's been... Yes, I know. You're the Marquis of Athlum. Mm-hmm. Ein Fluxkompensator. What's that? This. What Arena's kidnappers are after. This tablet can put remnants into a deep slumber.
It was developed by your mother. Where is she anyway? She's out there, luring them away from this. What? Don't worry. With this, getting Arena back should be a snap. Your mother will be back soon. Seine Mutter ist eine Atomkraft. You've done well, Rush. We're going to be fine. I hope so. You can get caught up later. Let us return to the embassy. Du hast deinen Vater schon ewig nicht mehr gesehen, aber lass uns zurück zur Botschaft gehen. Dad, it's okay. You're not alone anymore. I know. Thanks, kiddo. Easily, John Sykes. Der schon wieder? What did you do to him? Hand over the tablet, or he dies. And come and get it! How's my dad? His life is not in danger, but it looks like he is in a coma. There's no telling when he'll wake. I'll bet he was cursed. We need to track down that mage post haste. I believe he's the only one who can save Dr. Sykes. Wagram? If only I knew where Mom was. That reminds me. Do you remember what Dr. Sykes told us earlier? About Ms. Marina luring away the others? What did he mean by that? I'm at a loss. I think I may have an idea of her whereabouts. Really? A fine time to tell us. I must ask a favor. I wish to seek her out in the company of Rush, and Rush alone. Just the two of you? Yes, my lord. Would you care to explain why? I see. Lord David! You have been a faithful servant to Aflam for many years. I place my trust in you. Lord David? Rush. Watch over her. She is not as tough as she appears to be. Gotcha. Let us return to Athlon. There is much to be done. Der Torgal rechts kann die Arme locker lässig hängen lassen und gleichzeitig die anderen Arme vor dem Bauch verschränken. Voller praktisches Skill.
I will see you back in Athlum. Okay, jetzt bin ich aber schon ohne die Generäle. Ich hoffe, meine Einheitenzahl wird erhöht, damit ich mehr Leute rekrutieren kann. Und ich freue mich aufs Verkaufen des ganzen Stuffs in der Stadt. Und hoffe, dass ich Sparta endlich ein bisschen verbessern kann. So, an der Stelle wären wir. Kampfeinheiten immer noch gleich. Ich schau mal ganz kurz, ob alle noch dabei sind. Nur sind trotzdem alle in der Einheit. Also auch wenn sie sich von der Story erstmal so verabschieden, sind sie wohl doch erstmal dabei. Okay. Jo, wie es weitergeht. Ob wir die Mutter von Rush finden, das sehen wir in den nächsten Episoden. The Last Remnant. Bis zum nächsten Mal.